Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Two Point Hospital, weiterhin mit meiner Wenigkeit Glabur. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir hier weiterhin vorankommen. Wir müssen auf jeden Fall hier oben, die Fortbildung ist gleich beendet. Weiterbildung abgeschlossen. Also wunderbar. Ist ja klar, dass der gleich eine Beförderung will. Ja, wir müssen auf jeden Fall, eigentlich muss man viel mehr die anderen Sachen machen, muss ich aber mal gucken, wie ich das fortsetze. Krankenhaus arbeitet nicht kostendeckend. Wir sollten entweder unsere Auskommen senken. Ja. Hier ist Toilette. Einblöd. Ich will jetzt aber noch nichts kaufen oder geschweige irgendwas anderes. Da ich mir sage, hey, hier sind gleich alle Räume besetzt, dann sollten wir eigentlich Ruckidizuck-Diagnosen feststellen von gewissen Leuten. Und vielleicht kriegen wir dann neue Sachen, die wir benötigen. Deswegen warte ich jetzt einfach mal gerade. Weil ist klar, am Anfang hat man ja hier meistens immer das Problem, dass man nicht genug verdient. Der braucht auf jeden Fall einen Psychiater. Krankenpfleger zur allgemeinen Diagnose, bitte. Ein Krankenpfleger bitte zu der allgemeinen Diagnose. Jan, bitte kommen Sie zur allgemeinen Diagnose. Weiterbildung abgeschlossen. Ich weiß zwar nicht, warum sie das jetzt schon wieder gesagt hat, weil eigentlich waren wir schon fertig. Aber gut, ist in Ordnung. Ja, Allgemeinmedizin Stufe 2 müsste man jetzt eigentlich machen. Damit werden wir jetzt aber mal gerade einen Augenblick warten. Weil dann können wir nämlich die zwei, die wir nämlich denen das gegeben haben, das da rein donnern. Und vielleicht sollte ich mir so auch Leute... Oh, was haben wir denn hier? Patienten bitte zu warten. Plupp. So, jetzt müssen wir nämlich mal überlegen, wo wir nämlich diese Therapieraum hinsetzen. Es würde vielleicht sogar hier oben hinpassen. Kredit müssen wir uns jetzt sowieso nehmen, weil da muss ich nämlich noch einiges mehr bauen. Aber darauf haben wir ja in dem Sinne gewartet. Da kriegen wir 50.000, hier kriegen wir einen Huni. Den nehmen wir. Gib mir den. Und dann fangen wir mal an, einen Therapieraum zu bauen. Also, ich hab voll. Ja. Und da bist du besoffen oder was? Wir machen den Raum ruhig etwas größer. Wie immer in der Ecke das Ding. Der muss so eigentlich. Dann hätten wir natürlich gerne den Kamin, wie immer. Hier Diagnosebüchlein, eine Lämpchen, die den beiden so ins Gesicht scheint, ja. Oh, eine romantische Stimmung. Für dich, für mich, für jeden. Natürlich einen schönen, warmen Heizkörper, dass es jedem auch schön gemütlich wird. Hier Trophäenschrank, kann man da auch noch hinstellen. Und natürlich eine schöne Blume. Und schon ist der Raum auch erledigt. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt einen Arzt, der das kann? Nein, haben wir nämlich nicht. Also müssen wir so einen Arzt einstellen. Dich nehmen wir. Wir gucken deine Jobliste an und du darfst auch nur das machen. Und der Rest ist mir Schnuppe. Ja, du sollst nichts anderes machen. Danke. So. Haben wir dann in dem Sinne auch erledigt. Jetzt müssen wir mal überlegen, was könnten wir noch bauen, was einigermaßen wichtig ist. Eine Forschung wäre natürlich immer wichtig, kann man aber ein bisschen später machen. Ja gut, das können wir schon vergessen. Ich muss gerade so ein bisschen überlegen, was war da noch so ein kleines an DNA. Ich habe die Tür scheiße gesetzt.
Einmal da. Da. Und da. Naja, unsere altbekannte Sonnenblume. Oh, die ist. Dann haben wir die DNA auch. Ja. Jetzt haben wir noch 32k. Mal laufen. Eine delikate Frage für Sir Nigels maßgebliches Musterbuch für meisterhafte Manieren ist die, wie wir haben aber öffentliche Toiletten richtig gar keinen DNA-Arzt. Regel 1, machen Sie keine lauten Geräusche. Regel 2, berühren Sie keine Oberflächen. Regel 3, sehen Sie niemandem in die Augen. Und tun Sie um Himmels Willen wenigstens so, als würden Sie sich die Hände waschen. Ja gut, unser Problem ist, das sind die Allgemeinmediziner. Warum soll ich die Allgemeinmediziner das DNA beibringen? Da kann ich mir eher neues Personal einstellen, weil so versaue ich mir dann wieder den DNA-Strang. Da müssen wir dann auch mal gucken, der soll wirklich DNA machen. Soll das allgemein die Arztpraxis mal bitte ignorieren. Genau wie du auch die Arztpraxis ignorieren sollst. Du sollst Arztpraxis machen, du und du. Und der Rest soll sich um andere Sachen kümmern, weil es bringt uns ja nichts. So. Ich glaube, dass das so ganz gut funktioniert, oder? Oder so könnte es ganz gut funktionieren. Hier oben ist so ein bisschen der Bär los. Hier möchte keiner arbeiten, warum auch immer. Wo wir aber eigentlich dafür schon jemanden brauchen. Hier brauchen wir anscheinend eine Apotheke auch. Da geht schon jemand rein. Wir haben womöglich Hausmeister da gerade mehrere nichts zu tun. Ja, ist okay. Also wir machen echt extrem viel. Beachten Sie mich gar nicht. Ich spreche nur gerne in ein Mikrofon. Ach, das ist ja wunderschön, dass Sie in ein Mikrofon sprechen, junge Frau. Ja, bin ich mal gespannt, ob hier jemand überhaupt. Flüssigkeitsanalyse bitte. Krankenpfleger, bitte die Flüssigkeitsanalyse, bitte. Wir müssen natürlich auch zusehen, dass schnell hier abgearbeitet wird. Dadurch geht es schnell hier hin oder da oder dann da oder da hin. Und dadurch verdienen wir natürlich dann auch wieder Kohle. Ne? Das ist ja altbekannt. Ne? Hier ist auf jeden Fall gut der Bär los. Hier haben wir auf jeden Fall auch ein Problem, dass uns die Leute wieder abkrepeln. Dadurch verdienen wir natürlich kein Geld. Das ist ärgerlich. Warum machst du so lange? Geh doch mal wieder an die Arbeit, bitte. An die Arbeit, bitte. Dankeschön. Also wir müssen wirklich zusehen, dass wir ein bisschen darauf achten, dass die Leute nicht die ganze Zeit nur Pause machen. Im Notfall. Oh, jetzt geht's los. Chirurgie. Die Chirurgie ist scheißend teuer, bringt aber auch viel Geld. Deswegen werden wir ja sagen. Chirurgie-Patienten treffen ein. Pause. Gehen uns dann halt nochmal einen Kredit holen. So wie wir es eigentlich schon immer gemacht haben. Wir haben einen Chirurgen. Das weiß ich. Und der Chirurgenzimmer kommt dann halt hier hin. Füllen wir auch aus. Komplett. Stelle da zwei Umkleide hin. So. So, stopp. Personal. Wir haben nämlich hier den Chirurgen. Jobliste. Du darfst den Megascanner bedienen. Ja, ist okay. Aber bitte sonst nur Chirurgie. Dankeschön.
Da sollten jetzt sowieso die Notfallpatienten kommen. Belohnung 15 Ruf, Bonus erfolgreiche Impfstoffe 300 pro Person, Bonus für übrige. Also das ist doch jetzt auch alles komplett neu, oder? Also die haben ja wirklich das Spiel komplett bearbeitet nochmal, oder? Also ja, ist ungewohnt gerade, dass man alles solche. Oh, was haben wir hier denn für Bänke hingesetzt? Okay. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall einen Krankenpfleger besorgen. Einstellen, Krankenpfleger. Hier. Hans Theodor der Dritte einstellen und wir stellen mal noch einen ein. Auch du. So. Fertig. Dann haben wir hier zwei Krankenpfleger noch zusätzlich und dann sollte das eigentlich jetzt ganz gut funktionieren, weil die Chirurgie macht ja wirklich Geld. Also das muss man ja ganz klar sagen. Zwei Umkleideräume sollte eigentlich ziemlich gut funktionieren. Ich glaube, wir haben da den Heizkörper vergessen. Scheiße, der Raum wird eiskalt sein. Schittenböhm. Egal. Weiterbildung. Nicht jetzt, bitte. Wir müssen jetzt durch die Chirurgie erstmal ein bisschen Geld verdienen. In der Arztpraxis ist auch schon wieder, hier oben ist auch schon wieder jemand mir uns weggekrepelt. Okay. Herausforderung, befördern Sie drei Mitarbeiter. Keine Ahnung, wenn es klappt, klappt es, ne? Würde ich sagen. Daran können wir eh nichts ändern. Entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Da Sie wahrscheinlich das letzte Musikstück, das ich für Sie gespielt habe, nicht wirklich zu schätzen wussten, möchte ich Sie wissen lassen, wie tief enttäuscht ich von Ihnen bin. Sie sind eine Schande und haben es wohl kaum verdient, eine qualitativ hoch. Also was ich jetzt komisch finde, da sind jetzt überall Herzchen aufgegangen, aber wir haben kein Geld gemacht. Dass Sie die nächste kleine Melodie mehr zu würdigen wissen. Hä? Ist er weiterhin ein Zombie geblieben? Hä? Ich nicht. Na, dir ist kalt. Ich würde ja gerne Geld, aber du musst mir Geld einbringen, dann baue ich eine Heizung. So, was hast du mir an Geld gebracht? Nichts. Klasse. Gut. Hat nicht funktioniert. Normalerweise könnte jetzt schon der nächste reingehen, weil wir hier. Qualifizierter Hausmeister zur Geisterentsorgung, bitte. Ja, normalerweise hätte doch jetzt schon jemand reingehen können, weil wir doch sowieso eine. Jetzt haben wir, der wird jetzt auch. Eine Epidemie ist ausgebrochen. Und zwar aus dem Krankenhaus. Ja, und was heißt das jetzt? Eine infizierte Person wurde vorbei. Ja, das habe ich gemerkt, aber was soll ich jetzt dagegen tun? Hallo Spiel, erklär es mir. Ich will doch was dagegen tun, aber du gehst. Das Jahr ist fast vorüber. Ansehen. Komm, wir machen lieber machen wir uns jetzt hier ein paar Pokale. Es ist keine, nichts ausgebrochen, aufsteigender Stern, Arbeitgeber des Jahres, das reicht ja. Also Arbeitgeber des Jahres ist doch wunderprächtig, ist doch wunderschön, das vertreibt. Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, haben wir überhaupt fähiges Personal, um Geister zu entfernen? Ja, haben wir, okay. Herausforderung, erreichen Sie Stufe 4, das Zimmer Allgemeindiagnose. Wow. Oh, nervt mich doch nicht damit. So, leg dich da jetzt drauf und verbring mir Geld ein. Irgendwie geht meine ganzen Plan gerade nicht auf. Ich verdiene kein Geld. Weil irgendwie die Leute mir alle wegsterben. Ist das das erste Mal ein Krankenhaus, wo ich bei drauf gehe? Aber ich kenne auch das mit den ganzen Sachen jetzt. Das ist ja alles neu. Was ist das denn für ein schwarzer Schrank? Was ist der für ein Schrank? Habe ich den hier hingebaut? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich glaube, sie haben ein wenig Alzheimer. Ja, nicht unrealistisch, aber... Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit.
Ja, ich weiß, dass es da drin kalt ist, aber was soll ich denn jetzt tun? Wenn ich den Heizkörper wegnehme, dann frösteln sie. Gib mir mal den. So. Ich muss den da drin platzieren, Leute. Da hat er mir jetzt, bringt er mir jetzt Geld? Instandhaltungsdurchsage. Toll. Pflanzen benötigen Wasser. Ich bin ein Chirurg und ich bin jetzt müde. Klasse, da geht dann der Auftrag wieder für den Arsch. Unsere tapferen Männer und Frauen müssen die Sache schnell in den Griff bekommen. Falls nicht. Ja, irgendwo muss hier ein Patient warten. Ich würde gerne sehen, welcher Patient hier warten. Die haben ja irgendwas geschrieben, ich muss irgendwas machen. Welcher Patient muss hier warten? Der hat ja eigentlich so eine Uhr über dem Kopf immer. Ich weiß noch nicht welcher. Eieiei, Leute, das sieht gerade überhaupt nicht gut aus. Entweder ich muss irgendwie versuchen, die Nebenkosten zu senken, dass ich zu viele Ärzte habe. Wir können uns jetzt einmal ganz kurz um unser Personal kümmern. Wir haben 6 Ärzte. Ich weiß gar nicht, waren hier überhaupt schon irgendwer drin? Ich glaube gar nicht, ne? Ja, das ist mir jetzt gerade egal, ob der VIP kommt oder nicht. Ich muss gerade gucken, wie ich irgendwie meine Kosten senke. Also wir haben 3 Mechaniker. Sucht nach Arbeit. Also Punkt 1 ist, dich will ich nicht mehr. Und dich will ich auch nicht mehr. Wir nehmen mal einen. Assistenten, du... Feuern. Da sieht es wirklich aus, als wenn die wirklich alle am Arbeiten sind. Suche nach Arbeit. Jobliste. Dann geh doch in der Allgemeinmedizin und dann sehen wir weiter. Ja, vielleicht kriege ich dann alle Räume besetzt. Ein Arzt wird im DNS-Labor benötigt. Ach, jetzt brauche ich DNS. Wo ist denn mein Arzt? Personal. Personal, DNS. Jobcenter. Du sollst dann bitte im DNS bleiben. So. Dafür haben wir den doch auch bestellt. Jemand Wichtiges trifft ein. Patient, bitte... Hause. Wir brauchen erst ein Labor, aber ich habe nicht mal Kohle für ein Labor. Ich habe Chirurgie gebaut und Chirurgie habe ich gedacht, da geht voll ab. Okay. Ja, mein Chirurg war mega angepisst, war mega scheiße drauf. So, jetzt haben wir hier den DNA. Bitte nach Hause schicken. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Pixel-Kacke machen soll. Oh Mann, oh Mann. Auch eine Forschung, ey. Und Forschung kostet uns... Ai, ai, ai. 35k. Wir können doch jetzt nicht beigehen und sagen... Jetzt hier noch mal einen raus. Ja. Eieiei, Leute, jetzt wir haben echt ein Problem. Ich glaube nicht, dass ich das noch mal schaffe auszugleichen, weil irgendwie diese hier gehen gar nicht da rein. Oh, doch jetzt. Ja, klopf, klopf. Du sollst nicht klopfen, geh rein. Du musst Geld verdienen. Eieiei. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Anmerkung ans Personal. Bitte unterlassen Sie jegliche Schwächen und Mängel. Ja, Auflösungslabor. Zimmer.
Habe ich nicht. Scheiße, ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.